Die Bundesregierung plant, Staatsanleihen rauszugeben und mit dem dadurch eingenommenen Geld an der Börse zu spekulieren. Die genaue Spekulation lautet, dass die Zinsen, die die Bundesregierung aufs Fremdkapital zahlen muss, niedriger sind als die langfristige Rendite, die sich durch Aktien erwirtschaften lässt. Mit dieser Börsenzockerei soll in Zukunft das gesetzliche Rentenniveau gesichert werden. Meiner Meinung nach eine völlig irre Spekulation, an der vor allem die Banken verdienen, die dem Staat diese Staatsanleihen abkaufen. Also vor allem die Banken, die aus der Bietergruppe Bundesemissionen kommen, also so Unternehmen wie die Deutsche Bank oder JP Morgan. Also das sind meiner Meinung nach die Hauptprofiteure, die Rentner haben davon meiner Ansicht nach überhaupt nichts. Da hatte ich in der Vergangenheit schon genug zugesagt. Aber fragen wir mal einen Ökonomen. Friederike Spieker hat sich mit diesem Vorschlag der FDP, dem Generationenkapital, also Staatsschulden aufnehmen und damit Aktien kaufen, um damit angeblich die Renten zu sichern, mal etwas genauer beschäftigt. Und ihre Analyse, die schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen bei Spiekers Corner mit Friederike Spieker. Hallo. Friederike, wir wollen heute über Rente sprechen, aber ich muss vorher noch eine kleine Ansage machen. Wir sind nämlich dabei, das haben wir auch besprochen, unsere Verbreitung auf mehrere Füße zu stellen. Konkret heißt das, dass es jetzt diese Sendung auch auf Spotify gibt, sodass man sich zum Beispiel beim Autofahren oder beim Zugfahren anhören kann. Und das ist leicht zu finden dort. Man kann es einfach unter Hashtag Speakers Corner suchen und dann auch abonnieren mit einem entsprechenden Spotify-Konto. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Es geht um die Rente, um das sogenannte Generationenkapital. Die Bundesregierung hat dort ein Rentenpaket 2 aufgelegt und Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, hat es zusammen mit Hubertus Heil vorgestellt. Und wir haben hier ein kleines Video vorbereitet aus der Seite des Bundesministeriums für Finanzen. Da erklärt Christian Lindner das ganze Paket folgendermaßen. In der gesetzlichen Rente führen wir in diesem Jahr 2024 das sogenannte Generationenkapital ein. Wir nutzen die guten Finanzierungsmöglichkeiten des deutschen Staates, 12 Milliarden Euro zu überweisen in ein Generationenkapital. Und in jedem Jahr werden es 3% mehr sein, sodass in den 30er Jahren gut 200 Milliarden Euro an Generationenkapital verfügbar sein sollen. Und aus diesem Generationenkapital investieren wir in Aktien, Wertpapier. Also ihr merkt es, linke Tasche, rechte Tasche. Der Staat, der gibt zusätzliche Staatsanleihen aus und diese zusätzlichen Schulden, die der Staat macht, ist er dann, um Aktien zu kaufen. Also das Nettovermögen des Staates erhöht sich, wenn der Wert der Aktien sich nicht verändert, erstmal überhaupt nicht. Der Staat muss nur jedes Jahr Zinsen auf die Anleihen zahlen und er kriegt jedes Jahr Rendite durch die Aktien. Und wenn die Rendite diese Fremdkapitalzinsen übersteigt, dann macht der Staat unterm Strich Gewinn. Da ist die Frage, wieso braucht man da so eine Finanzzauberei? Wieso nimmt man nicht gleich Schulden auf und gibt das Geld gleich den Rentnern? Also wenn der Staat hier sowieso riesige Summen an den Finanzmärkten aufnehmen muss, wieso gibt man das Geld nicht gleich den Rentnern? Dann müsste man viel weniger Staatsanleihen ausgeben und hätte trotzdem den gleichen Effekt. Die Antwort ist meiner Ansicht nach relativ einfach, weil dann das Finanzkapital daran nicht mitverdienen würde. Papiere in also verzinsliche Anlagen und aus den Erträgen reduzieren wir die Beiträge, die die Menschen in den 30er Jahren für das Rentensystem zahlen sollen. Das ist ein wichtiger Bestandteil eines Konzepts, die Altersvorsorge enkelfit zu machen, also den Generationenvertrag zu erneuern. Was hältst du von diesem Ansatz, die Rentenversicherung über den Kapitalmarkt zu unterstützen? Der Staat nimmt Geld auf, macht also Schulden, um sie am Kapitalmarkt anzulegen. Und diese Schulden werden nur deswegen nicht zur Schuldenbremse gerechnet, weil der Staat das aufgenommene Geld sofort wieder den Privaten zur Verfügung stellt. Und die Bonitätsdifferenz, also die Differenz in der Kreditwürdigkeit zwischen Staat und Privat. Das ist so nicht ganz richtig. Oder was heißt nicht ganz richtig? Es ist ungenau formuliert. Der normale Zuschauer, der weiß wahrscheinlich nicht, was Friederike Spieker hier mit meint. Das wird nicht zur Schuldenbremse gerechnet, weil der Staat das als finanzielle Transaktion verbucht. Das heißt, im Klartext jetzt, der Staat verändert sein Nettovermögen überhaupt nicht. Er rechnet das Vermögen, was er durch die Aktienkäufe zusätzlich hat, einfach gegen die zusätzlichen Schulden gegen, sodass sich der Nettoschuldenstand überhaupt nicht verändert. Wenn der Staat jetzt beispielsweise Schulden aufnehmen würde, um damit, keine Ahnung, die Renten direkt zu finanzieren, dann müsste man das auf die Schuldenbremse aufrechnen. Wie gesagt, diese Formulierung, stellt es dem Privaten direkt zur Verfügung, ist da, glaube ich, also meiner Ansicht nach als ökonomischer Laie hätte ich da jetzt, glaube ich, nicht verstanden, was sie damit meint. Aber wie gesagt, der Staat verändert sein Nettovermögen nicht, deswegen
kann er es durch einen Buchungstrick dann an der Schuldenbremse vorbeimogeln, diese Ausgaben. Warten, auf die Herr Lindner da abzielt. Der Staat kann sich eben billiger verschulden als die Privaten und deswegen sozusagen muss er weniger Zinsen zahlen, als er Rendite am Kapitalmarkt hofft einzufahren. Und aus dieser Bonitätsdifferenz möchte Herr Lindner ja quasi die Rentenversicherung bezuschussen. Und wenn das tatsächlich einen realwirtschaftlichen Effekt hätte, wir brauchen ja mehr Güter für die steigende Zahl an Rentnern, wir brauchen also eigentlich eine höhere Produktivität der geringeren oder langsam sinkenden Zahl an Beschäftigten. Und wenn Herr Lindner dieses Problem, dass wir eine höhere Produktivität brauchen, durch diesen Finanzierungsdruck lösen könnte, dann hätte er meiner Ansicht nach das ökonomische Perpetuum mobile entdeckt. Und wir wissen alle, ein Perpetuum mobile gibt es nicht. Und das zeigt schon, dass diese Konstruktion an sich... Richtig. An den Finanzmärkten wird nur Geld umverteilt. Also wie gesagt, der Staat zockt ja darauf, dass die Fremdkapitalzinsen niedriger sind als die Rendite, die er mit Aktien macht. Das ist eine Spekulation. Die kann aufgehen, die kann auch schiefgehen. Es ist relativ egal. Der Staat garantiert sowieso ein Rentenniveau bei 48%. Da hat sich ja die Koalition glücklicherweise geeinigt, dass das zumindest bis 2025 garantiert wird. Und es wird auch noch danach garantiert. Also wird man sich sehr wahrscheinlich einigen, weil sonst die Altersarmut noch weiter explodieren würde. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum der Staat das Rentenniveau nicht garantieren können sollte. Also wie gesagt, durch diese Aktien, da werden jetzt einige Finanzkonzerne reicher, aber an der realen Rentenfinanzierung ändert sich überhaupt nichts. Die Kapitalmärkte sind kein magischer Topf, der zusätzlichen Reichtum erzeugt, sondern die Kapitalmärkte verteilen nur Geld um. Und dass der Staat da jetzt mitzocken soll und da unterm Strich ein Plus machen soll, das ist ziemlich absurde Argumentation, da der Staat sowieso die Renten immer finanzieren kann. Zur Not nimmt man einfach zusätzliche Staatsanleihen auf und finanziert davon die Renten. Das ist überhaupt kein Problem. Nichts in der Realwirtschaft Vernünftiges bewegen wird. Sie hat natürlich Verteilungskonsequenzen und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte nochmal sagen, dass die Idee, dass der Staat eine bessere Bonität hat als die Privaten, nicht darauf beruht, dass er klüger investiert oder eine klügere Rendite als Unternehmer erwirtschaftet. Das betont ja immer die FDP. Sie sagt, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer im Vergleich zu den Privaten. Die höhere Bonität beruht darauf, dass der Staat das Geldmonopol hat. Er kann also praktisch im eigenen Geld nicht pleite gehen. Das wissen alle und deswegen zahlt er niedrigere Zinsen als die Privaten. Wenn er sich nun mit selbst aufgenommenem Geld am Kapitalmarkt beteiligt, ist das quasi den Privaten gegenüber unfair. Denn er mischt dann mit bei diesen Aktienkursen und investiert damit und will davon profitieren, von den Renditen, ohne dass er dieselben Risiken zu tragen hat wie die Privaten, die ihr Eigenkapital investieren. Wenn der Staat in der Realwirtschaft, nämlich am Aktienmarkt, investiert, dann stärkt er doch auch die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen. Also als Casino kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Bei ganz kleinen, ganz, also wird Friederike Spieker jetzt, nehme ich mal an, auch gleich wahrscheinlich sagen, bei ganz kleinen, ganz neuen Unternehmen, da bringt es tatsächlich was, wenn der Aktienmarkt ist und sie leichter Eigenkapital aufnehmen können. Ja, aber bei den normalen Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten an der Börse sind, da werden normalerweise keine neuen Aktien ausgegeben. Die geben Anleihen aus. Das heißt, die refinanzieren sich nicht durch Eigenkapital, sondern durch Fremdkapital. Und da ist es viel wichtiger, wie die EZB die Zinsen setzt, als wie hoch die Aktienkurse sind. Also da würden wir ja jetzt in jeder Aktienblase so einen riesigen Investitionsboom sehen und das ist ja nicht mal ansatzweise der Fall. Also klar, wenn die Aktienpreise in einem Segment extrem hoch sind, wenn sich da eine richtige Blase gebildet hat, dann gründen sich in dem Segment mehr Unternehmen, dann gibt es da mehr IPOs, dann kann es sein, dass da einige Unternehmen leichter an Eigenkapital kommen, aber es ist dann nur ein sehr kurzweiliges, temporäres Phänomen, was auch zu sehr viel Ineffizienzen führt. Wie gesagt, so eine Blasen, die platzen dann wieder und das richtet dann mitunter sehr viel Schaden an. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Eigenkapital für Unternehmen relativ unwichtig ist, dass die Bewertung von Aktienkursen nicht so relevant ist, sondern dass viel relevanter ist, wie hoch sind die Fremdkapitalzinsen. Und die richten sich eben sehr stark einerseits nach der Wirtschaftslage, wenn die Wirtschaft gerade gut läuft, die Unternehmen ihre Kredite zurückzahlen können, dann ist der Risikoaufschlag gering und nach der Zentralbankpolitik, wenn die Zentralbank die Zinsen niedrig ansetzt, dann müssen Unternehmen wenig Zinsen zahlen. Und ja, wie gesagt, da sind die Aktienkurse jetzt nicht so relevant. Das heißt, zu hoffen, dass der Staat einfach zusätzliches Geld druckt und das dann in die Aktienmärkte pumpt und dadurch Unternehmen mehr investieren würden,
Das ist ein ziemlich naiver Gedankengang. Viel besser würde es funktionieren, wenn der Staat den Rentnern beispielsweise das Geld direkt geben würde. Denn die Rentner, die würden dieses Geld in der Wirtschaft verkonsumieren, die würden dadurch zusätzliche Nachfrage schaffen und die Unternehmen damit zum Investieren animieren. Also wenn der Staat zusätzliche Investitionen wollte, dann würde er einfach mehr Geld beispielsweise für Konsum ausgeben, dann würden die Unternehmen von ganz alleine investieren. Aber dadurch, dass man da in den Finanzmärkten mehr Geld reinpumpt, ja, da pumpt man irgendwelche Blasen auf vielleicht, aber man ändert realwirtschaftlich sehr, sehr wenig. Und für die Unternehmen ist es doch gut, wenn sie mehr Kapital zur Verfügung haben, oder? Naja, der Unternehmenssektor in Deutschland spart seit gut 2 Jahrzehnten. Das heißt, er gibt seine erzielten Gewinne nicht wieder vollständig aus, er reinvestiert nicht. Er hat also kein Finanzierungsproblem im Durchschnitt, sondern das Problem besteht darin, dass die Sachinvestoren kein Vertrauen haben und keine guten Renditemöglichkeiten in der Zukunft sehen und keine Lust haben, ihr Geld ins Risiko zu setzen, also wieder zu investieren. Es geht nicht darum, dass mehr Finanzen zur Verfügung gestellt werden müssten, damit investiert wird, sondern die Rahmenbedingungen für die Investitionen müssen verbessert werden. Und das werden sie nicht, wenn der Staat quasi am Aktienmarkt jetzt beginnt mitzumischen. Du hast in anderen Videos für sinkende Zinsen plädiert, was ja auch eine Verbesserungsmöglichkeit der Investitionen wäre. Ist das jetzt anders? Das ist schon richtig. Also sinkende Zinsen könnten die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen verbessern. Das ist Aufgabe der EZB, nicht Aufgabe der Fiskalpolitik. Denn wenn der Staat bestimmte Aktien kauft und damit die Unternehmen, deren Aktien er sich besorgt, stärkt, dann ist das ja quasi eine unfaire Behandlung. Andere Unternehmen haben dann keine steigenden Aktienkurse, weil eben bei ihnen der Staat dann nicht nachfragt. Also da wollen wir schon dafür sorgen, dass die Unternehmen über den gleichen Kamm geschoren werden. Und das geht mit der Zinspolitik der EZB sehr gut. Und wenn man sagt, die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen sind doch eigentlich schlecht, dann kann man sie ja verbessern, indem man die Zinsen senkt. Dagegen spricht gar nichts. Also das ist auch sozusagen kein Widerspruch zu sagen, man möchte bessere Finanzierungsbedingungen haben, man benötigt dafür aber nicht mehr Kapital von Seiten des Staates. Aber der Kapitalmarkt ist langfristig gesehen erfolgreich. Da gibt es höhere Renditen als auf Staatsanleihen. Das ist schon mal Fakt. Warum sollte sich der Staat nicht daran beteiligen und davon auch profitieren, wenn dort diese höheren Renditen stattfinden? Wenn der Staat Gewinne abschöpfen möchte, stärker abschöpfen möchte als bislang, um die Rentenversicherung zu unterstützen, dann steht ihm der Weg frei, die Gewinnbesteuerung zu erhöhen, also höhere Gewinnsteuer. Steuern, sozialistisches Teufelszeug. Also schlimm, was wir uns hier ansehen. Sätze zu verlangen. Das ist fair, dann werden alle Unternehmen gleich behandelt. Das ist in einer Marktwirtschaft eigentlich das Gebot der Stunde, dass man nicht Ausnahmen macht für Einzelne. Eine höhere Besteuerung der Unternehmen kann doch keinen Beitrag liefern zur Lösung der Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung. Darüber kann man diskutieren. Es gibt ja verschiedene Stellschrauben. Also, wenn, also das ist jetzt ziemlich seltsames, also war gar kein Argument, war einfach eine Behauptung. Unternehmen kann dazu nichts beitragen. Doch, wenn der Staat die Unternehmenssteuern erhöht, dann nimmt er auf jeden Fall mehr Geld ein. Dann schöpft er mehr von den Gewinnen ab. Und auch hier würde er die Gewinne der Unternehmen abschöpfen, ohne irgendwelche Aktien kaufen zu müssen, ohne an irgendwelche Finanzkonzerne Milliarden und Abermilliarden Euro an Zinsen zahlen zu müssen, ohne, ja, wie gesagt, große Banken reicher zu machen. Und der Staat hätte so trotzdem einen Anteil an den Unternehmensgewinnen. Also das wäre eine sehr viel bessere Beteiligung an den Unternehmensgewinnen, als auf Pump irgendwelche Aktien zu kaufen und dann darauf zu hoffen, dass die Eigenkapitalrendite über der Fremdkapitalrendite liegt. Die Probleme der Rentenversicherung anzugehen. Mir ging es jetzt in der Argumentation nur darum, zu sagen, wenn der Staat sagt, er möchte an dem Erfolg von Unternehmen stärker beteiligt sein als bisher, dann muss er nicht ein Stiftungskapital aufbauen und irgendwelche Fondsmanager damit beauftragen, hier ordentliche Renditen zu erwirtschaften. Dann kann er Gewinnsteuern einnehmen. Das war das Argument. Was würdest du denn vorschlagen? Was sollte man tun, um die Finanzierungssituation der Rentenversicherung zu verbessern? Ja, der Dreh- und Angelpunkt ist die Produktivitätssteigerung. Die geringere Anzahl von Beschäftigten, wie ich schon sagte, muss versuchen, mehr produzieren zu können. Das heißt, es muss über die Produktivität gehen. Das heißt, in der Realwirtschaft muss investiert werden. Also müssen die Bedingungen verbessert werden, damit Sachinvestoren sich angeregt fühlen, hier zu investieren. Wie soll das gehen? Das schafft doch die Wirtschaftspolitik seit Jahren nicht. Ja, das ist genau das Problem. Die Schuldenbremse, das goldene Kalb der schwarzen Null hat dazu geführt, dass die öffentliche Infrastruktur zerfällt, dass wir zu wenig Investitionen im Bildungswesen haben. Das sind alles Bremsen an der privaten Rendite. Das sind alles Bremsen für die Rentabilität der privaten Unternehmen. Also sie wollen gute Arbeitskräfte, gut ausgebildete Arbeitskräfte haben. Sie wollen eine funktionierende Infrastruktur, eine funktionierende Verwaltung haben. Das heißt, der Staat muss hier investieren und das kann er nicht
in erster Linie dadurch tun, dass er seine Ausgaben umschichtet, also etwas wegnimmt von den Sozialtransfers, um dann öffentliche Investitionen zu finanzieren. Warum kann er das auf diese Art und Weise nicht erreichen? Weil die sinkenden Sozialtransfers sofort zu einer sinkenden privaten Nachfrage der Betroffenen führt. Das heißt, die Gesamtwirtschaft würde sofort einen konjunkturellen Dämpfer an der Stelle erhalten und das würde natürlich die Rendite der privaten Unternehmen auf jeden Fall negativ betreffen. Das heißt, der Staat muss die Schulden aufnehmen. Wir sind wieder beim Ceterum Censeo, die Schuldenbremse aufrechtzuerhalten, ist der Knebel für die private Investitionstätigkeit und dieser Knebel muss beseitigt werden. Gut, du hast gesagt, die öffentliche Infrastruktur ist wichtig, aber geht es nicht auch um klare Rahmenbedingungen, die die Investitionsbedingungen verbessern? Natürlich, wenn die... Ja, okay, das ist jetzt ein anderer Punkt, aber ihr habt es eben gerade gehört, wenn der Staat die Ausgaben bei den privaten Haushalten kürzt, dann schwächt das die Investitionsunternehmen. Wenn der Staat die Ausgaben erhöht, dann stärkt es die Investitionsbereitschaft. Wenn der Staat also einen soliden Kapitalstock in der Gesamtwirtschaft erhalten will, beziehungsweise will, dass der ausgebaut wird, dann sollte er seine Ausgaben steigern, dann sollte er für mehr Nachfrage sorgen und dann sollte er für günstige Investitionsbedingungen durch niedrige Zinsen sorgen. Aktuell passiert genau das Gegenteil. Der Staat kürzt seine Investitionen, er kürzt seine Ausgaben und die Zentralbank erhöht fleißig die Zinsen. In einer Situation, wo sich die Wirtschaft eh schon in einer Rezession befindet. Unternehmen, die potenziellen Sachinvestoren wissen, wohin die Reise geht, sind sie natürlich auch eher bereit zu investieren. Also eine gute Planbarkeit ist auf jeden Fall wichtig für bessere Investitionen. Und dann kommt auch noch dazu, der Staat könnte natürlich die Tarifpartner ermuntern, vernünftige Lohnabschlüsse zu machen. Mein altes Lied, die Löhne müssen im Durchschnitt so steigen wie die durchschnittliche Produktivität plus die Zielinflationsrate. Das heißt, dieser Verteilungsspielraum muss ausgeschöpft werden. Dann kommen wir zu einer vernünftigen Binnennachfrage, die eben eine Kapazitätsauslastung garantiert, die für die Sachinvestoren gut ist und auch planbar auf langfristig gut ist. Stichwort Binnennachfrage. Ja, weil gerade einer im Chat fragt, Produktivitätszuwächse in Industrieländern, die liegen aktuell bei rund 1% pro Jahr, also nicht 5%. Und Werte, die hast du vielleicht in schnell wachsenden Volkswirtschaften in Ostasien, aber die hast du nicht mehr in modernen Industrieländern. Also die Produktivitätszuwächse, die schwächen sich schon immer mehr ab. Und jetzt ist die Frage, wie hält man das Produktivitätswachstum langfristig hoch? Und das geht nur über Investitionen. Ob der Staat diese Investitionen tätigt oder die privaten, das ist dabei gar nicht mal so relevant. Wichtig ist nur, dass investiert wird. Und wenn die Privaten investieren sollen, und das ist ja in unseren Marktwirtschaften mehr oder weniger gewollt, dann muss man eben gute Bedingungen für Investitionen schaffen. Da muss man die Zinsen niedrig halten, da muss man die Nachfrage konstant steigen lassen und dafür sorgen, dass die Unternehmen die Produkte, die sie herstellen, auch absetzen können. Nachfrage, das sogenannte Generationenkapital soll im Ausland angelegt werden, was wahrscheinlich auch eine gute Sache sein könnte. Und ausländische Unternehmen kann der Staat ja in Deutschland nicht besteuern. Insofern fällt dein Argument von oben da weg. Und außerdem ist es doch mit Blick aufs Ausland jetzt kein Spielcasino oder dergleichen, wenn der deutsche Staat eine bessere Bonität hat. Das ist ja auch hart erarbeitet durch niedrige Schulden, also durch niedrige Staaten. Gegenargument, wir machen uns vom Ausland abhängig. Also wir haben gerade so globalisierte Finanzmärkte, wo man in jedem Land der Welt anlegen kann. Was ist aber, wenn so ein Wirtschaftskrieg wie mit Russland losbricht? Wenn der Staat 20% chinesische Aktien im Portfolio hat, und das ist angesichts Chinas Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung sehr, sehr realistisch, so ein Anteil, und wir dann einen Wirtschaftskrieg gegen China beginnen, ist dann ein Fünftel unserer Rentenfinanzierung plötzlich weg. Also dann hat der Staat da ein riesengroßes Minus drin. Also, dass wir immer mehr Globalisierung, immer mehr Freihandel erleben, das ist doch eine sehr naive Annahme, nur weil das in den letzten 7 Jahrzehnten so war. Also, ja, in dieser Zuversicht hätte man auch Anfang des 20. Jahrhunderts massiv in Aktien investieren können. Ich mache jetzt ein historisches Beispiel. Wenn man 1910 als deutscher Anleger ein global gestreutes Aktienportfolio gekauft hätte, dann wäre man 1920, also wenn man das auf Pump gekauft hätte, so wie der deutsche Staat das jetzt macht, dann wäre man 1920 pleite gewesen, weil die alliierten Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg die deutschen Auslandsvermögen konfisziert haben. Also, wie gesagt, ist jetzt ein historisches Beispiel, aber ich möchte damit nur verdeutlichen, dass diese Annahme, wir haben globalisierte Finanzmärkte, wo man überall ablegen kann und sein Kapital auch überall jederzeit wieder abziehen kann, wenn man das will, dass das aktuell der Fall ist und dass diese Finanzmärkte immer weiter liberalisiert wurden, dass die Annahme, dass dem so bleiben wird, dass Wirtschaftskriege beispielsweise ausbleiben, dass das sehr, sehr naiv ist. Vor allem angesichts der sich verschärfenden Blockkonfrontationen mit China, die wir gerade erleben. Staatsschulden, diese niedrigen Zinsen. Warum sollte er das nicht nutzen, um von diesen Renditen im Ausland zu profitieren? Ich lese mal was vor, was auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen steht.
für die Kapitalanlage wird auf eine globale Anlagestrategie Wert gelegt und auch außerhalb von Deutschland investiert. Das führt zu einer besseren Risikostreuung zwischen verschiedenen Ländern und Unternehmen. Naja, die Bonität eines Staates beruht ja nicht auf der Frage, wie hoch seine Staatsschulden sind oder wie niedrig. Das kann man am Beispiel Japans genau sehen. Die haben extrem hohe Staatsschulden und kein Finanzierungsproblem am Kapitalmarkt, also auch sehr niedrige Zinsen. Die Bonität eines Staates... Blumphosaurus Rex, ich glaube, du hast mein Beispiel nicht verstanden. Wenn man 1910 als deutscher Anleger ein globales Aktienportfolio gekauft hättest, dann wärst du nach der Ersten Weltkrieg enteignet worden. Das heißt, 1960 hättest du immer noch nichts gehabt. Also dein Geld wäre weg gewesen. Das hätten dir die Alliierten auch nicht wiedergegeben. Du wärst auch 1960 genauso pleite gewesen, wie du es nach dem Ersten Weltkrieg warst. Des ganzen Landes nämlich beruht darauf, wie wettbewerbsfähig es ist, international. Unabhängig davon muss man doch einfach fragen, was das denn für ein Argument sein soll, dass wir unsere Risiken eines solchen Generationenkapitals streuen wollen, indem wir es im Ausland anlegen. Wir bauen seit 2 Jahrzehnten Leistungsbilanzüberschüsse auf, in den letzten Jahren im dreistelligen Milliardenbereich. Und zwar ohne den Staat, das tun schon die Privaten. Und wir haben also sozusagen eine laufende Steigerung der Verschuldung des Auslands bei uns. Und wenn wir tatsächlich von einem im Ausland angesammelten Vermögen was haben wollen, also mindestens mal die Rendite davon verfrühstücken wollen, zum Beispiel durch unsere Rentner, jedenfalls durch den privaten Konsum hierzulande, dann funktioniert das ja nur, wenn wir tatsächlich mehr Güter nach Deutschland reinlassen, als wir nach draußen verkaufen. Sonst können wir diese Rendite ja gar nicht ausgeben. Und das Problem ist, schon bei einem positiven Handelsbilanzüberschuss, der sinkt, wie das 2022 der Fall war, ist hier das Geschrei enorm groß. Wie groß wird das Geschrei erst sein, wenn wir einen tatsächlich negativen Handelsbilanzsaldo haben werden, also ein Handelsbilanzdefizit, was wir brauchen, wenn wir die Renditen auf das ausländische, im Ausland angesammelte Kapital tatsächlich hier verfrühstücken wollen. Da möchte ich mal das Geschrei hören, wie wenig wettbewerbsfähig Deutschland dann ist. Also an genau dieser Stelle mit der Begründung Generationenkapital muss man auch im Ausland anlegen und das würde uns was helfen, sieht man den absoluten Mangel an gesamtwirtschaftlichem Verständnis in der Regierung. Meine letzte Frage bezieht sich auf Größenordnungen. Ja, so kann man es zusammenfassen. Wenn Deutschland, Deutschlands Strategie in diesem Generationenkapital ist offenbar die Leistungsbilanz weiter zu steigern, also das Nettovermögen gegenüber dem Ausland jedes Jahr noch stärker zu steigern, als das ohnehin schon geschieht und davon dann irgendwann die Renten zu bezahlen. Also das ist ein vollkommen irrer Plan, das deutsche Lohndumping und der deutschen Leistungsbilanzüberschüsse der letzten 20 Jahre haben die Eurozone schon an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Die Eurozone als Ganzes hat jetzt auch schon riesige Leistungsbilanzüberschüsse, ist eine vollkommen irre Strategie. Die wird von anderen großen Wirtschaftsräumen früher oder später durch Protektionismus beantwortet werden. Also gebe ich euch jede Wette drauf, wir werden Handelskriege erleben, selbst mit Ländern, mit denen wir eher befreundet sind, einfach weil die sich das nicht gefallen lassen. Und allein deswegen ist diese Strategie vollkommen irre. Die erwarteten Erträge aus diesem Generationenkapital, das werden geringe Milliardenbeträge vielleicht einmal sein in Zukunft, die stehen ja in einem komischen Verhältnis zu der Tatsache, dass rund 100 Milliarden allein jährlich als Zuschuss von der Bundesregierung, vom Bundeshaushalt an die Rentenversicherung gezahlt werden. Insofern stellt sich hier die Frage, was das werden soll und wie weit das überhaupt einen Effekt haben soll. Meine Vermutung ist, dass der eigentliche Beweggrund für den Einstieg in ein Kapitalstandbein der Rentenversicherung der ist, dass man die Rentnerinnen und Rentner hinter den Karren der Finanzmärkte spannen möchte. Wenn alle an einer hohen Rendite gemolken aus den Finanzmärkten interessiert sind, dann sind sie wohl nicht mehr so stark daran interessiert, diese Finanzmärkte auch scharf zu regulieren. Und der andere Punkt ist, wenn man dann mal nicht so großartige Lohnabschlüsse schafft, sondern eher gedämpfte Lohnabschlüsse, kann man ja den Beschäftigten immer noch sagen, na ja, das bedeutet ja eine höhere Rendite und diese höhere Rendite kommt auch der Rentenversicherung zugute und das dämpft ja den Beitragssatz. Ihr habt also doch indirekt von etwas schwächeren Löhnen auch wieder was davon. Euer Beitragssatz zur Rentenversicherung steigt nicht so stark. Also 2 Argumente, einmal der Schutz der Finanzmärkte und ein Schutz der Unternehmen vor stärkeren Lohnforderungen sprechen dafür, diese Finde aufzuziehen, also praktisch die Rentenversicherung mit den Kapitalmärkten in Verbindung zu bringen. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Das sind 2 Punkte. Also 2 gute Punkte. Erstmal, die Neoliberalen haben jahrzehntelang eine Politik gemacht, die Finanzmärkte gegenüber der Realwirtschaft überbläht haben, die Kapitalseite überproportional stark bevorzugt hat und die Lohnseite geschwächt hat. Also die dafür gesorgt hat, dass die Lohnsteigerungen immer hinter dem Wirtschaftswachstum zurückbleiben. Und diese
hohen Renditen der Finanzmärkte, die gar nicht nachhaltig sein können. Das ist logisch unmöglich, dass die Renditen der Finanzmärkte langfristig höher sind als das Wirtschaftswachstum. Diese hohen Renditen werden jetzt von den Neoliberalen als Vorwand genommen, um unsere gesetzliche Rente eben auch noch an diese Finanzmärkte zu bringen und damit die Blasen, die sich da gebildet haben, noch weiter aufzublähen. Also diese, ja, der Zirkelschluss ist es ja nicht mal. Also man macht eine Politik, die zu hohen Renditen führt, auf Kosten der Arbeiter, und will den Arbeiter dann erzählen, dass man jetzt ihre Rente auch noch an die Börse bringen muss, eben weil die ja so hohe Renditen brächte. Also das ist, ja, diese wunderbare neoliberale Argumentation, die muss man sich mal vor Augen führen. Und ein Argument, das hat Friederike Spieker hier nicht gebracht, das hatte ich aber zu Anfang schon gebracht: die Banken, die der Bundesregierung diese Staatsanleihen abkaufen, die kassieren Zinsen und die gewinnen auf jeden Fall. Ob diese Spekulation, dass die Renditen der Aktien höher sind als die Zinsen auf Staatsanleihen, aufgeht, das werden wir irgendwann sehen. Also vielleicht macht der Staat plus, vielleicht auch nicht. Ist relativ egal, die Rente kann er sowieso bezahlen. Wie gesagt, der Staat hat ein Währungsmonopol, der Staat kann in eigener Währung nicht pleite gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ob der Staat dabei einen Gewinn macht oder nicht, werden wir sehen, ist hochspekulativ. Aber wer auf jeden Fall einen Gewinn macht, das sind die Banken, die die Staatsanleihen abkaufen. Das sind Banken wie die Deutsche Bank, wie JP Morgan, wie Morgan Stanley. Die werden auf jeden Fall fette Gewinne mit diesem Generationenkapital machen. Also die FDP bleibt sich treu und macht weiter Politik im Interesse des Finanzkapitals. In diesem Sinne, Friederike Spieker, guter Kanal, gutes Video. Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, auf die nächsten Folgen, die sie herausbringt, werden wir wahrscheinlich auch reagieren.